Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Bruno H. Bürgel. Tiefseeforschungen. Ein paar Tage später waren wir in die Nähe der Kapverdischen Inseln gekommen. Die See war klar wie ein Spiegel, und es war so wenig Wind, dass alle Segel gesetzt werden mussten, um überhaupt ein wenig Fahrt zu machen. Aber das war jetzt ganz gut für uns, denn wir begannen mit den Lotungen, um die Natur des Meeresbodens genau zu erforschen. Ich selbst bediente die Lotmaschine und gab die Tiefenzahlen an. Neben mir stand Professor Pepperkorn und trug alles sehr sorgfältig in Tabellen ein. So konnten wir ein genaues Bild davon bekommen, wie es in der unsichtbaren Tiefe da unten aussah, wie der Meeresboden sich hob und senkte, wie da unten Berge, Ebenen und Täler abwechselten. Schnurr, rack, rack, stopp, ging es den ganzen Tag. Viele tausend Meter Klavierseitendraht waren auf unserer Messtrommel. Das Sinkgewicht an seinem Ende fuhr hinab in die Tiefe, und wenn es den Meeresboden erreicht hatte, fiel es ganz von selbst ab. Das merkte man oben in der Trommel sofort, denn nun wurde die Schwere des langen Drahtseiles geringer. Dann lasen wir ab, wie viele Meter Draht niedergerollt waren, und wussten so, wie viel hundert und tausend Meter Wasser sich unter uns bis zum Grunde der See befanden. Dann aber kam die schwierigste Arbeit. Das Kabel musste wieder emporgewunden werden, und die armen Matrosen arbeiteten wie 10 nackte Wilde und fluchten ganz unchristlich, dass die See so schauerlich tief war. Es kamen doch immer so rundherum 4000 Meter heraus, ehe der Boden plötzlich, dicht bei den Inseln, emporstieg.